guten Tag. Die Sonne scheint, es ist grandioses Wetter. Hinter mir stehen schon ein paar grandiose Autos. Es ist Porsche-Wochenende. Gestern war ich noch auf einem Event im Porsche-Museum selbst von Porsche und Puma. Und jetzt bin ich hier bei... Ich könnte es schon erahnen. Man hat die Fähnchen schon im Hintergrund gesehen, ne? Ach, Spoiler-Alarm. Ich bin bei Tech Art. Zum allerersten Mal, ja. Ich habe nämlich letzte Woche dieses feine Schätzchen da auf dem Contidrom gefahren. Und da dachte ich mir so, ich guck mal, was Tech Art noch so zu bieten hat. Aber ich will euch jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich gehe jetzt mal rein. Hallo. Hi. Kevin, wie geht's dir? Gut, danke schön. Lange nicht gesehen. Eine Woche ungefähr. Wie heißt denn dieses kleine Örtchen hier eigentlich? Also Lierenberg ist der große Ort und Höfingen ist der kleine Ort. Also ihr seid so ein richtiges Kuhkaff hier, ne? So wie es sein muss. Ja, aber nice. Ich sehe schon hier ein paar schicke Autos stehen. Was hast du heute für mich im Angebot? Was darf ich heute mitnehmen? Ja, ich weiß, du bist heiß auf den GT Street. Den musst du dir aber noch ein bisschen vorenthalten. Aber wir schauen uns die Carbonfertigung an. Die ist dabei. Okay. Gibt eine kleine Überraschung da für dich. Ich mag Überraschungen. Den GT3 Touring mit unserer neuen Abgasanlage könnten wir nachher auf eine Spritztour nehmen. Der stand gerade draußen, ne? Genau. Ja, okay, cool. Das ist der alte GT Street, Erna. Was ist das denn für eine Theke? Das ist der GT Street auf Basis vom 997. Du siehst auch die Cabrio-Variante. Matt-Schwarz war damals natürlich auch super trendy. Ja, damals. Mit Betonung auf damals. Das ist noch nicht dieses richtige Matt. Das ist richtig matt. Matt. Ja. Ihr seid einfach Trendsetter. Ja? Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Aber er sieht schon wuchtig aus. Farbe ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Ne? Aber ansonsten ist schon krass. Sehr, sehr markant, ne? Auf jeden Fall sehr individuell. Das ist auch die blauen Nähte als Kontrast. Also es ist immer schön, da nochmal so Akzente zu setzen. Ich wäre dafür, wir springen jetzt direkt zu dem Teil mit der Überraschung. Hier sind wir unsere individuellen Sportlenkräder. Dafür ist Tech Art eigentlich auch ziemlich bekannt. Das ist so unsere Spezialität. Da bauen wir bestimmt, unsere Sattlerei ist wirklich voll ausgebucht, was Lenkräder angeht. Die gehen international in die ganze Welt. Haben ja im Prinzip für so gut wie alle Porsche-Modelle. Kann man dann beledern lassen mit so perforiertem Alcantara, mit Leder, mit Carbonteilen, mit lackierten. Das gefällt mir voll gut. Wenn ihr das so in Mint hättet, würde ich direkt mitnehmen. Du kannst jede Farbe im Prinzip dir gestalten, wie du magst. Sehr cool, was man da so machen kann. Und man hat das Lenkrad immer in der Hand. Das ist das, was du immer siehst. Ja, für mich eines der ersten Dinge, die ich irgendwie am Auto machen würde, neben Felgen. Ja, stimmt, eigentlich. Ja, müsste ich auch mal machen. Ich dachte eigentlich, du zeigst mir ein bisschen jetzt was hier, aber jetzt geht der Kevin mit mir spazieren. In wie Höfingen heißt das? Höfingen, genau. Ja. Ja, Richtung Feldweg geht's jetzt. Schöne Grüße an alle Höfinger. So viele gibt's davon wahrscheinlich nicht. Jede Menge Fans aus Höfingen. Geil. Welcome, Sophia Glick. Habt ihr das hergestellt? Natürlich. Nett. Wer bist du denn? Oh, wer bist du denn? Oh, oh mein Gott. Oh, du hast mein süßes Gesicht. Ich sehe schon jede Menge Carbon. Carbon, ja. Carbon. Oh, ich liebe Carbon. Wie viele Carbon sind dein GT3S? Leider nichts Sichtbares. Das ist beendet, oder? Das Auto ist ja da. Was, wenn du so einen Spoiler selber mal machst? Wie? Selber machen? Kauft ihr bei uns einen Spoiler, komm hier vorbei und wir machen den zusammen. Du weißt, dass das nichts wird, wenn ich das selber mache. Das wird was, natürlich wird das was. Ja, cool. Forged Carbon, hier haben wir das normale Carbon, das Körpergewebe in Matt. Da drüben, der ist jetzt für den 991. Mhm. Hier haben wir jetzt für den 992 noch ein. Ja. Auch im normalen Körpergewebe. Oh, das ist die Lenkradspange hier. Ja, schön. Ist schon ein bisschen hochwertiger als dieses olle Kunststoff immer, ne? Ja, denke ich doch auch. Farben mag ich, das hier zum Beispiel. Ich mag ja blau. Passt fast zu meinen Schuhen hier. Ah, nicht ganz. Aber ich glaube, so ein Blau hatte ich mal in meinem Mercedes. Ein bisschen dunkler vielleicht. Doch eher das? Ich weiß es nicht. Ich hatte auch mal blaues Carbon. Ich sehe gerade das hier, worauf das hier liegt, das ist ja Carbon hier alles, ne? Genau. So, also das ist ja... Die noch weiche Struktur
Und das wird ja dann mit so Harz, Kunstharz, ne? Epoxidharz, genau, ausgehärtet. Und sonst ist das so eine feine Struktur. Wir unterscheiden eigentlich von zwei verschiedenen Arten. Wir haben einmal vorimprägniertes Material, das ist das hier. Da ist schon ein Harz-Härter-System drin. Okay. Das klebt auch ganz arg. Und wir haben Trockengewebe. Ja. Diese Sachen sind zum Belegen von Interieurteilen, Lenkrädern, die ganzen Optikpakete. Alles, was, wo man sowas drum ziehen muss wahrscheinlich. Genau. Oder? So, das ist jetzt der GT Street Air, wo ich ja schon ewig mal drauf hoffe, dass ich den mal testen kann. Ja, sobald der nächste gebaut wird, und der wird gerade gebaut, werde ich mich auf jeden Fall bei dir melden. Ja, du hast ja meine Nummer. Ansonsten schauen wir uns jetzt erstmal den hier an. Wie viel Carbon schon wieder hier überall an dem Wagen ist. Ah, schon geil. Ach, cool. Das sieht ja auch fancy aus. Der besteht im Prinzip aus dem Aero-Kit, der Abgasanlage und den Felgen. Und dann kann der Kunde ab da entscheiden, was er noch dazu haben will. Jetzt sehen wir Carbon-Haube, die Luftauslass in Carbon. Der ganze Kotflügel ist sogar aus Carbon. Der ist auch von uns, also wirklich das komplette Bauteil von bis hier. Der hat ja immer so einen mega wuchtigen Heckflügel mal wieder. Dafür seid ihr ja auch bekannt, ne? So wie der ja auch gerade schon im Showroom stand, der alte GT Street. Und es ist auch ein voll Carbon-Teil, also wirklich hier alles Carbon. Das muss ja das ganze Teil, die ganze Heckklappe hier, ist ja ein Teil, ne? Ja. So, genau. Bis auf das obere Stück da. Ja, sieht schon wuchtig aus. Guck mal, sogar da steht Tech Art. In der Abgasanlage. Schon geil gemacht. Ja. Darf ich mal reinschauen? Ja, klar. Das ist die Türtafel. Die ist schon komplett von uns quasi so gestaltet. Mit den Ziernähten in Kontrastfarbe, perforiertes Leder, Prägung, Carbon, Alcantara und hier der Pepita-Stoff. Und es wird sich dann durch das ganze Interieur quasi ziehen. Also man sieht hier schon auch das Leder perforiert im kompletten Armaturenbrett. Auf der anderen Türseite bis nach hinten zieht sich das. Und dann kommen noch Sitze und Lenkrad. Genau, Sitze sind noch nicht gemacht. Ja, alles auf Wunsch. Ne? Also wenn ich da halt Lila und Türkis drin haben will, dann macht er das auch. Ne? Ganz genau. Und zwar für alle Porsche-Modelle. Sehr gut. Unsere kleine Überraschung kommt jetzt. Also wir kommen mit unserer Manufaktur. Okay. Hallo. Hallo. Wir haben ganz, ganz feine Lederstoffe aus Italien bestellt, die wir hier vorbereitet haben in deinen Farben für individuelle Sitzmittelwaren für dein Fahrzeug. Nee. Du kannst es ein bisschen mitkonfigurieren, wie du es gerne hättest. Echt jetzt? Ja. Euer Ernst? So war die Idee. Wie geil ist das denn? So war die Idee aus Italien. Das müsste eigentlich genau zu deinem Auto passen. Krass, das sind aber wirklich 1:1 genau meine Farben. Das ist ja krass. War seine Idee. Die Mittelteile von deinen Sitzen haben verschiedene Segmente. Das bedeutet, du kannst Segmente einzeln dir aussuchen, in welcher Farbe sie werden sollen. Also hier sieht man jetzt mal so ein gelochtes Alcantara. Das finde ich auch ganz nice. Man kann das so über das Leder legen. Dann ist es nämlich, weil ich bin überhaupt kein Fan von komplette Lederfläche. So. Ich mag halt eher so Alcantara, so wie hier. Das halt angenehmer zum Sitzen ist. Aber man kann halt, um diese Farben durchschimmern zu lassen, so wie hier, dieses Alcantara dann lochen und das Leder, das Farbliche, drunter legen. Dann sieht man das so durchschimmern. Das finde ich ganz cool. Und hier zum Beispiel, das ist jetzt hier das Alcantara-Stück. So würde man dann so ein bisschen das Mint durchschimmern sehen. Ich finde das geil. Und dann vielleicht so als Mittelbahn im Leder so ein Streifen. Und dann Fahrersitz in der Farbe, Beifahrersitz in der Farbe. Dann passt es nämlich zu den Außenfarben. Das klingt schon nach einem ganz guten Plan. Ja. Ja, da wir das natürlich heute nicht alles in einem Tag hier schaffen, würde ich sagen, das fertige Ergebnis dazu seht ihr in den nächsten Wochen auf Instagram. Also wenn ihr mir da noch nicht folgt, dann tut es jetzt und schaut auch gerne mal bei TechArt vorbei. Da seht ihr nämlich auch noch so ein paar andere Sachen, was die so machen. Ja, das ist jetzt der 992 GT3 Touring. Genau, da ist unsere brandneue TechArt Sport Abgasanlage verbaut. Okay. Ich habe die selber auch noch nicht gehört. Ja, dann schmeiß mal an. Die ist auch sogar mit OPF. Sogar mit OPF, Leute. Das ist ein geiles Verkaufsargument. Nee, muss ja sein.
noch gut. Irgendwie hat das Porsche komischerweise trotzdem noch hinbekommen, dass er immer noch gut klingt. Aber der hier, der schreit noch ein bisschen so, der wollt noch ein bisschen lauter. Das ist wichtig, so, ne? Nicht die Charakteristik komplett zu verändern von dem Sound, sondern dem halt mehr Charakter zu geben. Ja. Soll ja immer noch nach Porsche klingen und nicht nach, weiß nicht, 10 Zylinder. So, weil Kevin nicht wollte, dass ich die Küche filme. Filme ich jetzt die Küche. Kevin, ich habe ja gesagt, ich muss mir jetzt noch ein Tech-Art hier konfigurieren. Das hast du gesagt, ja. Deswegen machen wir das jetzt mal hier so am Laptop. Welchen nehmen wir denn mal? Das ist die Frage. GT Street Air gefällt mir am besten, ne? Den nehmen wir jetzt. Ich kann Wittenbach. Und jetzt ist quasi schon das Paket, das GT Street Air Paket vorkonfiguriert. Da sind schon diese ganzen Aero-Teile und so weiter ja schon dran. Genau, genau. Ja. Also was kann ich dann jetzt daran noch so genau konfigurieren? Nice. Wir haben jetzt Racing Gelb. Ja, genau. Na gut. Du kannst entscheiden, welche Carbon-Muster du willst. Also Carbon glänzend. Nimm mal Forged Carbon. Carbon matt oder glänzend. Glossy. So, und was ist dann das hier? Rechts? Also wir haben hier einmal die Möglichkeit, wenn wir mal starten, das ist ja die Formula 6 Felge, die dir so gefallen hat. Es gibt auch nur die Felge für den. Genau. Shark Blue gefällt mir sehr gut. Ja. Das Python Green. Oh, ja, den lassen wir so. Den lassen wir so. Schau mal, was ist denn Python Green? Nee, blau finde ich besser. Dann Karminrot, Kreide, Nachtblau, Genshin Blue. Aber Sharkblue ist schon nice, ja. Genau. Ah, und jetzt sind diese ganzen Applikationen da in weiß, ne? Genau, also deine Akzentfarbe ist quasi weiß zu dem Blau. Mhm. Und ich finde, weiß und blau passt eh immer voll geil zusammen. Also wir können jetzt den Pinstripe, die Farbe ändern für Felgen und quasi Frontschürze und Heckschürze. Mhm. Wir können einfach mal rot wählen. Siehst du, hier ist überall die Farbe vom Pinstripe, auch hier zum Beispiel an der Heckschürze. Ja, aber weiß fand ich eigentlich schon ganz gut. Also weiß und blau finde ich immer edel. Ich bin mal immer white. Ist zwar ein bisschen too much, meiner Meinung nach, aber... Das ist, sag ich mal, die eher fanciere Variante. Mhm. Gelb. Nee, um Gottes Willen, nein. Also jetzt nehmen wir noch die Carbon-Spiegel aus, die haben dir gefallen, hast du gesagt. Mhm. Dann kannst du zum Beispiel noch Seitenschwellerfarben ändern, das, was jetzt blau ist, schwarz machen. Das aus Carbon gefällt dir sowieso, die seitlichen Lufteinlässe, Kotflügel sind auch alles in demselben Forged, wie du das ausgewählt hast am Anfang. Mhm. Und hinten ähnliche Möglichkeiten wie vorne haben wir an der Heckschürze. Mit den Pinstripe-Farben und der Farbe von der hier von diesen Elementen hier. 390, 400.000 ungefähr, inklusive Basisfahrzeug. So wie er jetzt da konfiguriert komplett. Ist. Dann. Ja, würde ich sagen, ich komme in 2 Wochen wieder. Bis dahin sollte der fertig sein. Ne? Und dann Kevin, ich würde sagen, es reicht für heute. Vielen Dank an euer ganzes Team für die tolle Führung hier heute. Und vor allem, ich bin echt super gespannt, wie am Ende die Sitzbezüge aussehen, ja, die ja heute auch leider nicht fertig geworden sind. Aber vielleicht schaffe ich das ja noch die Tage mitzufilmen, wie das Ganze entsteht. All das seht ihr dann auf TikTok oder Instagram. Wo auch immer, folgt mir da auf jeden Fall. Schaut mal bei TechArt vorbei. Ich habe alles hier unten verlinkt, alles Wichtige. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Haut rein.